Johann Lafer reist in die Vergangenheit. Auf dem Grazer Bauernmarkt ist vor 40 Jahren sein Interesse für Lebensmittel und die Welt des Kochens erwacht. Wie ich hier gegangen bin und was ich alles entdeckt habe, es war einfach phänomenal. Ja. Es war wirklich für mich der Quell der Inspiration. Und wenn ich hier solche Leute sehe wie Sie, ich meine, die kommt hierher, die hat zu Hause eine Landwirtschaft, die machen das alles. Einige Marktleute erinnern sich noch gut an den jungen Johann Lafer. Natürlich. Die Frau kennt mich noch. Ich komme seit 1972 hierher. Hierher. 1972 habe ich angefangen hier in der Gösser. Das heißt, genauso lang ist sie hier wie ich. Stell dir mal vor. Ja. So vergeht die Zeit. Heute kennt ihn hier jeder. Ja. Che bella cosa, una giornata sole. Von Robert Wagner, Tenor des Grazer Opernhauses, bekommt Johann Lafer sogar ein spontanes Ständchen. Super, gut. Bin ein großer Fan. Johann Lafer ist neben Arnold Schwarzenegger der bekannteste Sohn der steirischen Landeshauptstadt Graz. Das hätte er sich nie träumen lassen. Seine ersten Lehrjahre in dem Wirtshaus Gösserbräu waren alles andere als glamourös. Das erste halbe Jahr habe ich nur Kühlhaus geputzt und habe irgendwie, ich weiß nicht was, Kartoffeln geschält und dann Gulaschzwiebel geschält. Und stell dir mal vor, dann stehst du als kleiner Junge, monoton, Zwiebel lass dich schälen, Zwiebel lass dich schälen, verstehst du, da bist du wahnsinnig. Trotzdem will er sich den alten Arbeitsplatz noch einmal anschauen. Ich glaube, irgendwo da war so ein großer Tisch irgendwie so. Irgendwo da war ein Tisch und dann habe ich da Säcke, hat nie aufgehört. 8 Stunden? 12, 14. Das Doppelte, du. Also ich habe extrem Heimweh gehabt erstmal. Und dann natürlich war es so, dass es natürlich, man ist ja quasi noch fast Kind. Heimweh nach dem kleinen Dorf St. Stephan im Rosental, 27 Kilometer südöstlich von Graz. Hier kam Johann Lafer 1957 zur Welt und wuchs mit seinen Eltern und 2 Schwestern auf. Seine Mutter war seine erste Lehrmeisterin. Das ist diese Leidenschaft, die Liebe, die hat ja einfach so ein Gefühl zum Kochen, oder? Ha? Man muss mit der Freude haben dazu, ja. Und ich werde nie vergessen, früher war die Biskuitoulade und so, gell? Ja. Oh, die durfte oben keinen Riss haben, sonst war die ganz traurig. Die Schnitzel seiner Mutter sind für ihn und seine Schwester Christine bis heute das Maß aller Dinge geblieben. Und ich habe für Bush gekocht, für Gorbatschow, für Primakow, für alle möglichen. War auf dieser Welt ziemlich viel unterwegs. Aber ich wüsste heute nicht mehr, was ich für den Busch gekocht habe. Aber ich weiß, wie der Schnitzel meiner Mutter schmeckt. Aber es ist nicht nur der Geschmack selber, sondern es sind diese Emotionen. Da geht alles durch den Kopf. Das Schwein füttern, dann das Schlachten unter der Bettdecke verkriechen. Dann nur sonntags gab es das beste Stück Fleisch. Produkte aus der Region zu verwenden, deren Herkunft er genau kennt, das ist das wichtigste kulinarische Prinzip von Johann Lafer. Ein besonderes Faible hat er für Schinken. Das ist ein Traum. Also der Geruch, das ist für mich Wahnsinn. Also hier möchte ich bleiben. Wahrscheinlich würde Johann Lafer heute auf dem Grazer Bauernmarkt Schinken verkaufen, hätte er nicht gegen Ende seiner Lehre plötzlich doch noch die Begeisterung fürs Kochen entdeckt. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, und zwar gab es hier immer im Februar den sogenannten Heringschmaus. Gell? Da wird so ein Buffet gemacht und es ist ein richtiger, also wirklich groß und aufwendig. Und da muss ich sagen, habe ich gemerkt, aha, Kochen heißt nicht nur Zwiebelschälen und Kühlhaus putzen, sondern da gibt es ja auch so schöne Platten. Und ich habe dann hier in Graz mitgemacht bei so Plattenschauen und ich habe gemerkt, mir macht es Spaß, ich habe ein bisschen Talent dafür. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt für mich nichts anderes. Weiterkochen und hoffentlich Erfolg haben. Er kehrte Graz bald den Rücken. Es zog ihn nach Berlin und München, wo der Erfolg nicht lange auf sich warten ließ. Doch seine steirischen Wurzeln prägen den Koch Johann Lafer bis heute.